Warum hast du denn nur deinen Finger geopfert? Es war der einzige Weg, dich zu retten, Laboni. Wenn ich es nicht getan hätte, dann hätten sie ja alles herausgefunden. Du glaubst doch nicht, dass der Kaiser sich uns gnädig gezeigt hätte? Der Kaiser hätte nicht gezögert, uns beide sofort hinrichten zu lassen. Ich musste deswegen ein Blutopfer darbringen. Um mich zu retten? Hast du so etwas getan? Ich habe immer alles getan, um dich zu beschützen. Warum sollte ich zögern? Und nicht nur das. Ich hätte auch mein eigenes Leben geopfert. Hätte es sein müssen. So ist es, Laboni. Versteh. Komm her. Komm her, Laboni. Schau. Morgen Nacht wird der Vollmond erstrahlen. Morgen Nacht werden unsere Kräfte am stärksten sein. Morgen Nacht werden wir einen Teil unseres Plans vollenden. Und ist es erst einmal vollbracht? Und Jalal steht unter deinem Bann, kann uns nichts mehr aufhalten. Hiermit schwöre ich dir, ich werde dafür sorgen, dass dein Opfer nicht umsonst war. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit unser Plan gelingt. Das ist es, was ich wirklich so an dir mag, Königin Shoda. Wovon redet ihr? Ich mag es sehr, wenn du mit deiner kleinen Hand über meinen Kopf streichst. Dann kann ich gut einschlafen. Sagt doch einfach, was ihr wollt. Ihr wollt doch von mir, dass ich jetzt mit meiner Hand über euren Kopf streiche. Königin Shoda, ich liebe dich wirklich über alles. Bitte weiche nie mehr von meiner Seite. Ich werde euch nie verlassen. Niemals. Was tut ihr da, Prinz Murat? Na, was soll ich denn schon machen? Ich war der Thronerbe. Die Ehre, gegen Maharana Pratap zu kämpfen, hätte meine sein sollen. Und nicht Salims. Es war alles mein. Und dann haben sie es mir einfach entrissen. Und nun ist Salim der zukünftige Herrscher. Wenn ihr der zukünftige Kaiser sein wollt, müssen eure Entscheidungen von nun an überaus gut überlegt sein, mein Prinz. Was soll das heißen? Ich meine damit, dass Prinz Salim doch nur aus einem einzigen Grund Thronerbe ist, weil er älter ist als ihr. Wenn Prinz Salim etwas zustoßen würde, dann würdet ihr wieder zum Thronerben werden und eines Tages über das Reich herrschen. Es wäre nicht das erste Mal, dass so etwas geschieht. Die Geschichte zeigt uns, dass es niemals einfach war, den Thron eines Reiches zu besteigen. Dein Großvater, der verstorbene Kaiser Humayun, kämpfte gegen seine Brüder, um sich den Thron zu sichern. Aber wenn seine Majestät etwas ahnt? Darum kümmere ich mich. Wenn Prinz Salim an deiner Stelle wäre,
Was denkst du, würde er dann nicht auch alles tun, um den Thron an sich zu reißen? Er würde mich ganz sicher umbringen. Nur um den Thron zu besteigen. Ich muss handeln. Und du wirst mir helfen. Du schickst einen deiner Männer, der Salim auf das Schlachtfeld begleitet. Und dort soll er die Sache dann vollenden. Ja, so sei es. Ein guter Plan. Also darauf trinken wir, mein Prinz. Ein Hoch auf euren großen Mut. Hör zu. Lege meine Kleider bereit. Und vergiss nicht meinen Schmuck wie letztes Mal. Nun das Parfüm. Wo bleibt das Parfüm? Sag, dass ich das... Also, wo sind denn die Dienerinnen hin? Und wo sind meine Kleider? Dienerin! Hier bin ich. Ihr habt gerufen, verehrte Hoheit. Majestät, ich habe euch so oft gesagt, ihr sollt nicht herkommen, wenn ich ein Bad nehme. Das gehört sich doch nicht. Gebt mir jetzt meine Kleider. Ich glaube, das werde ich nicht. Majestät, ich glaube nicht, dass so ein Verhalten eurer würdig ist. Jetzt gebt her. Was? Hat nicht Gott Krishna ganz genau dasselbe getan? Wenn er das darf, dann kann ich das doch auch tun. Ihr vergleicht euch mit ihm? Sagst du nicht immer, dass ich dir genauso wichtig bin wie Krishna? Und wie er damals in der Legende, befehle ich dir, deine Kleider bei mir abzuholen. Nicht doch. Warum tut ihr mir das an? Ich werde eurem Befehl nicht gehorchen. Also gebt mir die Kleider. Nein, Königin Chola. Ich habe gesagt, du musst sie bei mir abholen. Hört jetzt mit dem Unsinn auf. Ich flehe euch an. Gut, wenn du deine Kleider unbedingt haben willst, dann kannst du sie dir holen. Bist du fertig? Bist du böse mit mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Das könnt ihr euch ja wohl denken. Wenn das so ist, kannst du mich natürlich bestrafen, wenn du es willst. Eure Strafe ist, dass ihr von nun an... Bitte sag nicht, dass du nicht mehr mit mir sprichst. Du darfst mich wirklich hart bestrafen, aber sage bitte nicht, dass du nicht mehr mit mir sprichst, denn das könnte ich einfach nicht ertragen. Ich sollte euch für eure Streiche einmal richtig bestrafen. Aber ich kann euch nicht böse sein. Weil ich... Weil du? Weil... I... Love you.
Lila! Lila? Wo bist du? Lila! Lila? Deine Lila findest du hier nicht. Von nun an wirst du tun, was ich sage. Sie sagen, dass die schwarze Magie einen Mann in ein Tier verwandeln kann. Nun bist du mein braves Hündchen. Also, mein kleines Hündchen, mach Männchen für mich. Scheimal? Ja, mein Herr. Scheimal, da ist ein Papagei. Er stört bei der Meditation. Gut, mein Herr. Was machst du da nur, Jotak? Habe ich dir denn nicht gesagt, dass du bei mir bleiben sollst? Du darfst doch einen Fremden nicht einfach so belästigen. Erst wenn du jemanden kennst, kannst du zu ihm fliegen und auch mit ihm sprechen. Flieg! Bitte verzeiht, meine Papageien. Jotak hat die schlechte Angewohnheit, vor mir dorthin zu fliegen, wo ich erst noch hingehen will. Ihr seid Udenat die Gamba. Bitte setzt euch her. Ich freue mich sehr. Ich wusste nicht, dass der Papagei euch gehört. Dieser Jotak ist auch kein ganz gewöhnlicher Papagei. Hm? Ihr könnt die Zukunft der anderen vorhersagen. Hm. Aber er hier, er kann sie euch vorhersagen. Beantwortet mir eine Frage. Wo seid ihr denn all diese Jahre nur gewesen? Ihr seid so anders, dass ich euch kaum erkannt habe. Ich bin sehr froh, dass ihr hier seid und werde euch gleich dem Kaiser vorstellen. Ich denke, der Kaiser wird bald zu mir kommen. Er wird nämlich schon sehr bald meine Hilfe benötigen. Wovon redet ihr da eigentlich? Warum sollte ein Kaiser Hilfe brauchen von so einem Menschen, wie ihr es seid? Es ist sicher, der Kaiser wird ganz dringend meine Hilfe brauchen. Jotak, wird der Kaiser zu mir kommen? Da, habt ihr gehört? Er hat ja gesagt. Hört mich doch erst einmal an. Ihr seid in dieser Zeit einer der besten Kundigen der menschlichen Seele in unserem Reich. Ich wollte immer, dass ihr den Kaiser einmal kennenlernt. Niemand kann eigentlich so richtig verstehen, welche außerordentlichen Fähigkeiten ihr wirklich besitzt. Aber ich kann euch versichern, Udenas, der Kaiser wird erfreut sein, euch zu treffen. So wie es Jotak sieht, wird der Kaiser sehr bald kommen und mich aufsuchen. Sehr bald wird der Kaiser ganz dringend meine Hilfe brauchen. Sehr bald. Warum braucht er eure Hilfe? Was wisst ihr denn über seine Majestät? Der Kaiser Jalal hat schon viele Schlachten geschlagen. Und er hat auch die meisten dieser Schlachten gewonnen. Er hat viele Verschwörungen verhindert.
Er ist damals sogar einem Giftmädchen entkommen. Aber dieses Mal ist es anders. Dieses Mal braucht er magische Hilfe, um den Schwierigkeiten zu entgehen. Dieses Mal ist er nämlich vollständig von schwarzer Magie umzingelt. Was? Schwarze Magie? Nein, die Gamba. Der Kaiser kann sich wirklich gegen alles wehren. Weil er vom Allmächtigen gesegnet ist. Wenn ich glaube, was ihr sagt, dann braucht der Kaiser meine Hilfe wohl nicht. Aber wenn er doch meine Hilfe benötigt, dann wird er zu mir kommen. Gehen wir, Jotak. Was mag das wohl bedeuten? Wer weiß, was noch geschehen wird. Es hat wohl jemand versucht, dieses Standbild hier zu zerstören. Und das hat er mit Absicht getan. Mutter, wisst ihr, warum der Kaiser uns alle herbestellt hat? Nein, Salima. Aber ich bin ganz sicher, dass es sehr wichtig ist. Habt alle Acht! Lang lebe der Kaiser Jalaluddin! Er lebe hoch! Majestät. Königin Joda? Warum hat Majestät uns alle hergerufen? Ich weiß es nicht, Königin Rukaya. Ich möchte eine wichtige Ankündigung machen. Worum geht es, Majestät? Es ist schon sehr lange her, dass wir zum letzten Mal einen Mina-Bazar veranstaltet haben. Morgen soll einer stattfinden. Mina-Bazar? Lila, komm her. Seid gegrüßt. Sei gesegnet. Joda, sag mir doch, was ist ein Mina-Bazar? Dieser Markt wird von allen Königinnen des Palastes organisiert. Jede Königin hat einen Stand. Seine Majestät wird jeden Stand besuchen. Der Stand, der am Ende am meisten verkauft hat, wird einen Preis bekommen. Nur Königinnen und ihre Kinder sind die, die am Mina-Bazar teilnehmen können. Andere können nicht dabei mitmachen. Das ist bestimmt ein ganz besonderer Markt. Möchtest du nicht auch einen Stand auf dem Mina-Bazar haben? Warum denn nicht? Aber Lila, ich muss dir etwas sagen. Königin Joda hat diesen Wettbewerb die letzten Jahre immer gewonnen. Joda, bist du zum Wettstreit bereit? Aber sicher. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Wettbewerb verloren. Ich verstehe. Warte nur ab. Ich werde ganz bestimmt gewinnen, Joda. Und diese hier auch noch. Ich möchte, dass ihr alle meine Puppen jetzt sofort auf den Mina-Bazar bringt. Aber seid bitte vorsichtig. Die Puppen gehen ganz leicht kaputt. Verstanden? Hör, Arambano, warum schickst du die Puppen zum Mina-Bazar? Mutter, weißt du denn nicht, dass ich einen Stand auf dem Markt habe? Ach so. Du hast also einen Stand, um all diese Puppen zu verkaufen. Ich will doch den Wettbewerb gewinnen. Glaub mir, die Leute werden mir ganz allein alles abkaufen. Was mache ich jetzt? Diese Puppen sind so hübsch, dass ganz sicher kein Mensch etwas bei mir kaufen wird. Ich fürchte, dieses Mal werde ich doch verlieren. Mutter, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr verlieren werdet. Ich möchte nicht, dass ihr traurig oder ärgerlich seid, wenn ihr hört, dass ich gewonnen habe. Na gut. Dann könnten wir beide diesen einen Stand zusammen machen. Und dann könnte ich ja auch gewinnen und müsste nicht traurig sein. Einverstanden? Das war genau das, was ich sagen wollte. Weißt du eigentlich, wo die Puppe ist, die du von Tante Lila mitgenommen hast? Diese Puppe, die so große, schwarze Augen hat. Erinnerst du dich noch? Du hattest etwas kaputt gemacht und Tante Lila wollte es reparieren. Von welcher Puppe sprecht ihr denn? Ich habe keine Puppe kaputt gemacht. Ich würde doch überhaupt nie eine Puppe kaputt machen. Ja, sicher. Aber du hast doch so viele Puppen. Vielleicht hast du diese einfach vergessen. Nein, liebe Mutter. So eine Puppe habe ich nicht. Alle Puppen, die Tante Lila mir geschenkt hat, sind bei mir. Es geht doch um eine dieser Puppen, mit der Arambano spielt. Sie hat die Puppe wohl kaputt gemacht.
Ich werde sie Damo zum Reparieren bringen. Arambano sagt, sie hätte keine Puppe kaputt gemacht. Warum liegen diese Puppenteile denn dann im Gemach seiner Majestät? Warum nur hat mich Lilat darüber angelogen?